Nach dem Tod Kaiser Heinrichs II. 1024 meinten mehrere Männer, die für die Krone bereit zu sein. Denn auch wenn keine direkten Nachkommen vorhanden waren, gab es ja zahlreiche Verwandte. Allerdings dauerte die Vakanz dann doch nur 6 Wochen, während der Kaiserin Kunigunde geschickt die Regierung führte. Von den Sachsen wird berichtet, dass sie sich beraten haben. Ansonsten ist über die Wahl wenig bekannt. Praktisch dürften bei der Wahl nur 2 Salier, beide mit dem Namen Konrad, der Jüngere und der Ältere, als Kandidaten zur Verfügung gestanden sein. Die Salier waren seit dem 10. Jahrhundert in der Reichspolitik als Wormser präsent und stellten mit Otto II. Auch einen Kärntner Herzog. Dessen Sohn war Konrad der Ältere. Schlussendlich wurde auch Konrad der Ältere zum König gewählt. Ihm händigte Kunigunde die Reichsinsignien aus. Der neue König Konrad II. Wurde von den Zeitgenossen als Idiota bezeichnet. Damit wird darauf verwiesen, dass er nicht lesen und schreiben konnte. Was, so die Meinung in der Zeit damals, für einen König ratsam sei. Immerhin sollte er ja wissen, was er urkundlich bestätigt. Allerdings wird berichtet, dass er von besonderer Tugend und Tüchtigkeit gewesen sei. Er hatte bereits viel durchgestanden bis zur Königswahl, darunter eine erbitterte Fehde mit Herzog Adalbero von Kärnten. Zwar glückte die Wahl rasch, doch bei der Krönung spießte es sich. Der Erzbischof von Mainz verweigerte nämlich die Krönung der Gemahlin Gisela. Die Eheleute waren für ihn zu nahe verwandt. Ihre Krönung wurde vom Erzbischof von Köln nachgeholt. Dieser Kompromiss erlaubte es allen Beteiligten, das Gesicht zu wahren. Genau darauf achtete Konrad, dass alle Bräuche eingehalten wurden, so folgte auch ein Reichsumritt. Schon im Februar 1026 brach Konrad nach Italien auf, wo er die italienische Krone empfing. Er hatte mitunter mit heftigem Widerstand zu kämpfen. Ostern am 26. März 1027 war er in Rom und wurde zum Kaiser gekrönt. Konrad scheint es trotz Widerständen einfach gefallen zu sein, sich in Italien durchzusetzen. Er konnte schnell wieder heimkehren.